Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Plants vs. Zombies mit mir, dem Shardox. Okay, da wollen wir mal weitermachen. So, wo waren wir stehen geblieben? Level 2, Stufe 4 oder wie auch immer. Hey, willst du ein extra Seedshot kaufen? Das kostet dich 750. Und ja, aber du wirst dann in der Lage sein, 7 Pflanzen auszuwählen anstatt 6. Möchtest du das? Ja. Ach, alles klar. Und hey, wenn du 5000 Coins sammelst, dann werde ich dir einen 8-Seed-Slot verkaufen. Okay, bis später. So, alles klar, gut, danke. Das ist natürlich ein bisschen handy. So, dann werde ich das einfach genau so handhaben, dass... Habe ich irgendwas Wichtiges jetzt vergessen? Irgendwie kommt mir das aber nicht so vor, als ob ich irgendwas Wichtiges vergessen hätte. Hab ich? Hab ich nicht? Keine Ahnung, weiß ich nicht. So, auf jeden Fall, hier basteln wir die Teile hin. Ne? Genau, die Teile basteln wir hin und die basteln da hin. Gut, in Ordnung. Machen wir das genauso. So, das packe ich da hin, das packe ich da hin. So. So. Ja. Also. Ich weiß gerade gar nicht so ganz genau, was ich sagen soll. Aber ja. Expired. Abgelaufen. Ist ja eigentlich auch so eine geile Nachricht auf so einen Grabstein, oder? Ja, abgelaufen. Ja, tot, ne? Abgelaufen. Das Haltbarkeitsdatum, das ist leider überschritten. Ne? Na, tut uns zwar echt leid, ne, aber das geht leider nicht anders. Okay, gut, ich packe jetzt einfach mal hier das Ding hin. Okay, das war jetzt irgendwie doch dämlich, glaube ich, oder so? Ja doch, das war mittelmäßig dämlich. Ich glaube, der wird nämlich aufgefressen. Nein, okay. Es hat gerade noch so überlebt. Falls ihr gerade fragt, was mache ich hier gerade eigentlich für so eine komische Reihe? Ihr wisst ja, hier hinten wollte ich die Eisteile da reinpacken. Hier und da wollte ich ja diese komischen Fume-Shrooms da reinpacken. Und ansonsten bin ich mir gerade, naja, auch wirklich nicht ganz sicher, was ich da gerade mache. Ja doch, eigentlich hört sich doch alles wie nach Plan an. Oder planmäßig an, zumindest. Ne? Naja, zumindest teilweise. So, ich werde das einfach mal hier rausnehmen. Puff, weg ist das Ding. Und das, wow, das gibt sogar Coins. Das Ding zu entfernen gibt sogar Punkte. Das heißt, das müssen wir immer machen. Gute Idee. So, hier, wo soll ich diese Fume-Teile eigentlich hinpacken? Oh, Mann. Ich habe hier ein Problem. Hier, und zwar, der frisst es auf. So, ich hoffe einfach nur, dass er das jetzt schafft, einfach mal zu... Was ist jetzt gerade passiert? Achso, das Ding ist gewachsen. Ich wollte gerade sagen, okay. Ich packe hier einfach mal so ein Eisteil hinten rein. So, du bist dead. Super, dann packe ich jetzt hier... Einfach so ein Fume-Ting rein, ja? Hier oder da? Nein, hier packe ich das aber rein. Wunderbar. Und ja. Super tolles Geräusch im Hintergrund. Wie man dann ziemlich gut hören kann. Ich bin jetzt gerade in diesem Moment auch wieder nicht alleine in dieser Etage, wo ich mich gerade befinde. Was ich natürlich besonders geil finde. Denn da kommt es natürlich öfters drin vor. Oder kommt es öfters vor, dass man eventuell irgendwelche Background-Sounds im LP hört. Und das mag ich natürlich gar nicht so. Am besten wäre das sowieso, dass wir nie reinkommen würden. Das ist, das, ja doch, das passiert natürlich auch ziemlich oft bei mir noch. Da kannst du sagen, was du willst. So sind die russischen Eltern halt. Ist total egal. Nein, okay, wenn ich sagen würde, kommt ja nicht rein, dann würden die nicht reinkommen, aber... Ach ja, eigentlich wissen die das ja schon fast automatisch. Wenn ich hier unten am... Wenn ich am Reden bin in meinem Zimmer, dann liegt es... Ja, ist die Chance ziemlich hoch, dass ich jetzt gerade doch am Aufnehmen bin. So, was mich gerade nervt, dass ich hier diesen Typen nicht tot kriege. So. So, mach mal kaputt hier. Bringt mich hier voll in Bedrohung hier, diese komischen Scheißteile da vorne. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ah, jetzt ist super. Jetzt ist alles gut. So. A huge wave of zombies is approaching. Too bad. Naja, wie auch immer, Leute.
Ich denke mal so ungefähr so gegen, ja, so nächstes Jahr oder so. Ich denke mal, dann werde ich mal irgendwo mal mit irgendjemandem zusammenziehen. Ich glaube, noch ein Jahr zu Hause, nee, das ist nichts für mich. Nee, nee. Ich glaube, in einem Jahr mache ich mich auf den Weg und ja. Wohne irgendwo anders. Hauptsache nicht mehr zu Hause. Ist zwar nicht unbedingt katastrophal hier, aber... Was? Okay. Hm. Ich habe nicht gedacht, dass das Ding aufgefressen werden kann. Ich habe das so in der Form noch nie probiert, deswegen... PCF! Das Ding kann aufgefressen werden? Komm hier, verreckt, du bist doch eh fast tot, oder nicht? Komm, stirb. Stirb, mein Freund. Stirb! Mhm. Na, du bist jetzt eh gleich tot, ist mir scheißegal. Wartet mal. Die mache ich einfach mal kaputt. WTF. Ich wollte gerade sagen, wie lange lebst du, Typ, eigentlich? So. Was wollte ich jetzt eigentlich hier exactly nochmal machen? Ich bin mir ganz sicher. Warte mal, du frisst einfach mal das Ding hier auf. Gute Idee. So. So, was wollte ich noch machen? Wahrscheinlich wollte ich jetzt hier hinten, schätze ich mal, ganz easy peasy einfach mal, hier so ein Snow Peak Ding packen, genau. Genau das wollte ich tun. Wunderbar. So. Läuft doch gerade ziemlich ganz gut. Ja, ich wollte gerade schon ziemlich ganz gut sagen. Ja, es läuft ziemlich gut gerade momentan. Aber was sehe ich da? Hier kommt so ein komischer... Ich nenne es einfach mal Spasti an. Und ja, der wird eingefriest und kommt gar nicht so weit. Okay, gut. Ich wollte schon sagen. So. Den tausche ich auch mal aus. So. So, gleich ist schon die letzte Welle, wie ich sehe. Das ist ja interessant. Ich könnte theoretisch auch noch weitere kleine Teile hinmachen. Wieso mache ich das eigentlich nicht? Ich bin mir nicht sicher. Aber jetzt packe ich die einfach mal dahin. So. Flup. Jetzt gleich. Babam. A huge wave of zombies is approaching. So, das ist jetzt aber... Da gibt es halt so eine interessante Sache, glaube ich, jetzt dabei. Und diese interessante Sache heißt, ich habe noch ein Grab, was ich hier noch wegmachen muss. Das ist ja mal blöd. Ist mir gerade aufgefallen, dass ich da noch ein Grab wegmachen muss. So, aber ich glaube, die kommen gar nicht so weit, ne? Nope. Oh, jetzt kann ich die Dinge auffressen. Dann habe ich es auch endlich. So. Ey, das ist jetzt unfair. Da ist ein Coin hinter dem... Da ist ein Coin... Oder werden noch die restlichen Coins da rein... Nein. Nein. Ey, wie unfair. You found a suburban Almaniac. Keeps track of all plants and zombies you encounter. Mhm. Ah ja. Jetzt können wir das nachgucken, glaube ich, im Lexikon. Oh, ever played a game called Rocket Zombie? It's just like hunting squirrels. You know, those furry little rodents that dig holes in your lawn. Yeah, just like that, but instead of squirrels, it's zombies. And instead of shovel, it's a mallet. And instead of me, it's you. Ich weiß gar nicht, wie ich das übersetzen soll. Ach so. Ah, die meinen dieses Maulwurfspielchen da. Ach so, ja, okay. Ne, so habe ich mir das aber auch schon fast gedacht. Ist das voll geil so. Ey, wozu brauche ich irgendwelche anderen Sachen? Ich kann einfach so machen und dann gehen die raus oder was? Yo! Lol, war der Mode schon immer da? Ich kann mich daran gar nicht erinnern. Bam, Schläge gibt's für dich. Aber das ist doch voll einfach. Ich meine, WTF. Ich kann einfach Leute töten. So, mach das Grabstein weg. Wenn ich alle Grabsteine weg habe, dann habe ich gewonnen, oder was? Ist doch langweilig. Ich kann den alle einfach auf die Fresse hauen. Boing. Was denn jetzt? Ach, da kommt einfach ein neues Grabstein dazu. Ach, da ist bestimmt die Schwierigkeit. Was, wenn ich die einfach alle am Leben lasse, die Teile? Wie schnell läuft denn der?
Ach, die sind ja voll langsam. Okay, manche sind schneller. Na egal. Komm hier. So, soll ich jetzt eigentlich so einen Grabstein entfernen oder soll ich die einfach alle kaputt kloppen? Ich meine, mir ist das egal. Habe ich mir zum Klicken. Ich glaube, ich lasse die einfach da. Und ansonsten packe ich einfach die Teile dahin. Falls sie dahin rennen, dann machen die direkt BOOM! Ja Mann, ich glaube, so mache ich das. Korrekte Idee. Schneller! Schneller! Ah, da kommen noch welche Zombies gleich. Ach! Na, jetzt kommen auch noch welche mit Hütchen. Das heißt, sie sind gar nicht wanted. Das ist ja mal unverschämt. Egal, aber trotzdem sollte das ja kein Problem darstellen. Ich meine, guckt euch das an. Die werden einfach kastriert von meinem Hammer. Auf den Kopf. Auf den Kopf. Auf den Kopf. Stopp. Schnauze. Ah, oh, da. So, hier. Neue Potato-Mine. Just in case. Ansonsten, nein, ich will diese komischen Teile hier haben. Ja, warte mal. Bekommt man nicht Coins dafür, wenn man die kaputt macht? Warte, ich guck nochmal, ob man dafür Coins kriegt. Weil ich glaube, man kriegt ja Coins dafür, wenn man die kaputt macht. Und die wollen wir doch haben. Ja, stimmt. Scheiße. Aber die bringen uns 10 Coins. Ist doch eh scheißegal, oder? Ach so, ich kann die ja nochmal machen. Ah ja, stimmt. Ah, egal. Machen wir die halt kaputt. Ist doch egal. Hui! Obwohl, das macht doch schon so ein bisschen mehr Spaß, ne? Wenn da mehr auf einmal kommen. Final Wave! Ach ja, also jetzt ist es Wayne. Oh, da ist der Bekiffmach-Shroom-Pilz-Ding. Genau. You got a new plan to make the zombie fight for you. Ah. Right. Whatever. So, bei denen ist es bestimmt ganz wichtig, ne? Witzig. Football-Typi. So, hier haben wir View Zombie. Und hier können wir ja sehen, wie viel Toughness, genau. Da sind ja gar keine richtigen Werte dran. Toughness Low, Newspaper Toughness Low. So, die sind fast. So, High. Naja. Gut. Ist nicht so interessant. Aber was packen wir hier rein? Sollen wir das so machen? Oder so? Ne, Moment, das ist jetzt. Das ist etwas blöd, genau. Genau. So sollte es gut funktionieren, oder? Nein, ich will nicht, dass ein Zombie für mich kämpft. Ist mir egal. So. So, wo wollte ich das denn packen? Hier, ne? Genau. So, kommen Sie mal her. Also, Recharging Sunshroom. So. Expired. Gut. Dann schauen wir doch mal. Ach so, das scheint eine schnelle Runde zu sein. Zumindest relativ, denn hier gibt es nur eine Wave. Also eine richtige Final Wave. Also eine richtige... Ja, eine richtige Wave. Sagen wir doch, eine richtige Wave. Die kommt erst später. Ja, aber wenn sich der Zombie-Kopf so langsam bewegt, vielleicht ist die Runde dann vielleicht auch ein bisschen länger, als man denkt. Na, wobei, guck mal, das ist der erste Zombie und das Ding ist schon, keine Ahnung, hier schon gleich beim S vom Progress. Das können ja nicht viele Zombies sein. Na. Hm. Ich glaube, das wird eine ganz einfache Runde, Leute. Relativ unproblematische, einfache, geschmeidige und elegante Runde. Sieht echt gut aus. Warum kann man nicht nebenbei noch Zombies so hochschmeißen oder so ein Scheiß? Ändert zwar nichts irgendwie, sag ich mal, daran, dass sie mich, dass sie irgendwie Pflanzen fressen, aber so, dass man nebenbei wenigstens irgendwas bewegen kann. Naja, das war ja noch in den ersten Part, glaube ich, wo ich meinte, hier fehlt so ein Minigame, so ein Tetris-Minigame. Boah, ich weiß nicht, ob das in den ersten Part drin war, ich weiß nicht. Naja, aber irgendwie sowas halt. Ist ja auch egal. So, ich könnte jetzt eigentlich diese Fume-Shrooms schon verwenden. Soll ich das machen? Nee, ich guck mal, jetzt konnte ich hier gerade meine Eisteile machen. Wo soll ich die denn hinpacken? Keine Ahnung, ich packe einfach mal genau in der Mitte hin. Genau dahin, wo einfach niemand ist. Ah, okay. Es hätte sich also hier schon mal mehr gelohnt, an diesem Punkt. Aha. Wie wäre es, wenn ich das einfach jetzt hier mache? Lohnt sich das? Und soll ich jetzt einfach mal Grabstein entfernen? Ja, ich entferne den Grabstein, weil der mich an dieser Stelle doch ein bisschen nervt, muss ich sagen. Ach, wer kommt denn da? Na, wenn das nicht Mr. Bla ist. So, hier wäre jetzt aber geil, wenn man den slowen könnte.
komm. Der hat viel Ausdauer, deswegen mache ich ihn einfach mit der Cherry kaputt. Ich habe keinen Bock, das Ding nachzubauen, deswegen. Okay, es kostet zwar nichts. Ja, vielleicht war es teilweise doch dämlich, das zu machen. Ja, doch. Ich gebe es zu. Es war doch vielleicht ein bisschen doof. Aber egal. Ist ja nicht so, als ob wir es wegen. Ach, das ist dämlich. Wisst ihr, genau sowas ist dämlich. Also, das grenzt richtig schon an Doofheit. So, Moment. Jetzt überlegen, ganz genau überlegen. Expired. Soll ich das wegmachen? Jein, vielleicht. So, also, nein. Genau. So wollte ich das machen. So, jetzt mache ich aber diesen Grabstein hier weg. Und, oh, da ist schon das Ende gleich. Ist mir gar nicht aufgefallen. Geht ja relativ schnell, die ganze Sache. Und hier sind ja auch gar nicht mal so viele besonders. Ja, hier sind echt nicht viele Zombies eigentlich. Gewesen. Bis jetzt. Ne, irgendwie nicht, ne? Alles lockig. Lockig, flockig. So, aber den mache ich noch weg. Das stört mich in dem Punkt. Vielleicht kommt da ja ein Spasti raus und da habe ich keinen Bock drauf, dass die da rauskommen. Dann fressen die nämlich direkt diese Pflanze da auf. Und das mag ich nicht. Oh, da kommen sie. Und das sind genau die Zombies, die auch noch viel aushalten. Holy shit. Soll ich einfach mal vielleicht. Ich glaube, das war, glaube ich, gerade eine gute Entscheidung, das so zu machen. Zumindest relativ. So, ich packe da nochmal so ein Ding hin. Die fressen das zwar ziemlich schnell aus, aber. Na, das wird schon irgendwie funktionieren. Sorry, dass. Oder schade, dass die Cherry braucht, so lange sich zu recovern hier in dem Punkt. Komm, hier, fress das kleine Miststück auf. Aber ihr werdet trotzdem krepieren. Vor allem du dahinter, du wirst jetzt auch krepieren. Niemand kommt hier durch. Auch wenn es erst so aussieht, als ob ihr durchkommen würdet. Ihr tut es nicht. Und da packe ich noch das Ding hin. So, Long Range Shooter that hides when enemies get near it. Ja, deswegen sollte man die vielleicht ganz nach hinten packen. Das sind einfach Pflanzen, ja. Die haben eine verdammt scheiß große Reichweite, aber die ducken sich, wenn Gegner in die Nähe kommen. Das ist natürlich etwas kontraproduktiv in mancher Hinsicht. Das war fail. Oh Gott. Oh, Jesus Christ. Ey, das war. Nein. Nein. Ich habe keine Langsammachteile. Lass mich raten, jetzt gleich, wenn ich unten das angucke, dann sind hier auch noch zwei Waves oder sowas. Nein. Oh oh. Ich glaube, jetzt habe ich einen großen Fehler gemacht. Also, ja, vielleicht können wir mit dem Hypno-Shroom irgendwas regeln. Aber gut ist die Kombi nicht, die wir jetzt haben. Nein, überhaupt nicht gut. Oh, oh. Komm, schieß doch schon mal. Bock. Naja, egal. Wir kriegen das schon irgendwie hin, die Runde. Wie gesagt, ich hatte ja auch noch nie eine Runde verkackt in diesem Spiel und irgendwie will ich das auch weiter irgendwie dabei bleiben. Na? Werden wir es schaffen? Werden wir das so hinkriegen, dass wir niemals werden verlieren eine Runde? Ich glaube schon, dass wir so weit kommen. Yes. It's possible. So we'll do that. Da, guck mal, den packe ich sogar hier sogar weiter nach dahin. So, aber irgendwie brauche ich jetzt auch wieder mehr Sonnen, weil ich will hier die Grabsteine mal entfernen. Hier sind echt verdammt viele Grabsteine. Also ich glaube, bei der letzten Wave kommen die ja, glaube ich, alle da raus. Und ich glaube, das ist ein bisschen hart. Ich glaube, das ist ein bisschen hart, wenn die da alle rauskommen gleichzeitig. Ja. Wow, guck mal, da kann man sehen, die schießen echt wirklich weit. Das sind ja so wie Peace-Shooter. Wäre auch voll geil, wenn die einfach wachsen würden. Noch riesiger werden. Ob die wohl genauso viel Damage machen wie die P-Shooter? Ich weiß nicht. Dann müsste ich wirklich raten. Ich nichts wissen, genau. Genau, hier wollte ich das einfach hinpacken, ne? Boah, große Münze. Das war echt, glaube ich, viel Money, oder? Kann das sein? So. Die Pilze, die wachsen schon mal ziemlich gut jetzt. Bald werden alle erwachsen sein. So, und jetzt fange ich an, mal so ein Ding wegzumachen einfach. Und wir haben auch jetzt gleich aber auch schon die erste große Wave.
Aber wie man sehen kann, wir sind auch gut gewappnet mit... Naja, mit... Naja, mit unseren Pilzen. Haben ziemlich viele. So, und hier mache ich das Ding aber mal kaputt. Wunderbar. So, ich glaube, danach empfehle ich aber auch erstmal diese Reihe hier vorne. Ja. Ja, genau das werde ich tun. Und ich glaube, ansonsten nebenbei werde ich vielleicht mal diese kleinen hinteren Schießer ersetzen. Ja, wobei, lohnt sich das wirklich? Sollte ich das wirklich tun? Warte mal, was ist, wenn ich diese einfach mit denen austausche? Diese Reihe. Ist das eine gute Idee? Oder wäre das eine gute Idee? Wir werden sehen, ob das eine gute Idee ist. Das könnte auch eine Schnapsidee sein. Naja, aber ich probiere es einfach mal aus. Weil ich neugierig bin. Gucken wir doch einfach mal, was passiert. Wie sich das Ganze entwickelt. So, mal gucken, ob hier gleich noch so ein Spasti kommt, wo ich sagen kann, ah, dreh um und mach sie alle platt. So, hier wollte ich so ein Ding hinmachen, ne? WTF? Die sterben mir alle ziemlich gut eigentlich. Oh, da sehe ich was nicht gut läuft. Ich könnte den aber auch zurückschicken, aber ich werde den nicht zurückschicken.